Jetzt gehen wir live. VIP Stage Talk. Ja, wir sind wieder zurück. Vor mir immer noch Frau Delay, Messeleiterin von der Berufsmesse Zürich. Wir sind bei der Frage stehen geblieben, wo sich die Berufsmesse Zürich in den nächsten Jahren hinbewegen wird. Also die Berufsmesse Zürich wird sicher ein Mix sein zwischen analog und digital. Analog im Sinne von Austauschgesprächen mit, sage ich jetzt, potenziellen Berufsbildnern und Lernenden, die am Stand stehen. Es ist wichtig, dass man Fragen, Unsicherheiten, dass man dort einen Austausch pflegen kann. Wir denken, das ist auch ein Erfolgsrezept, dass man eben in dieser digitalen Welt auch kann wirklich face-to-face in einem geschützten Rahmen Fragen stellen und ein bisschen abwägen, wo Talent und Neigungen stehen. Aber auf der anderen Seite werden wir es begleiten mit digitalen Tools. Einen Anfang haben wir gemacht mit CollectMe. Jetzt muss halt jeder ein bisschen Balance finden zwischen digital und analog. Sprich, wenn man nicht will, dass sie nur Dokumente runterladen, muss man halt den CollectMe-Terminal so geschickt aufstellen, dass man es kann integrieren kann, quasi in ins Standkonzept, und dass man sowohl die digitalen Unterlagen kann gewinnen, aber auf der anderen Seite, dass man auch einen Dialog versucht mit den Besuchern. Aber liegt die Weiterentwicklung liegt die bei euch, oder ist, sagen die eher, ja, das sind eigentlich die Stände, wo müssen einen Schritt weitergehen, oder wenn überhaupt einen Schritt weitergehen, das ist ja nicht das Muss. Nein, aber es ist so, das war jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es wird natürlich von uns gepusht, weil wir haben, wie soll ich sagen, das Gesamtdesign von der Messe, und wir tun ja das Produkt gemeinsam natürlich mit all unseren Ausstellern und beteiligten Partnern weiterentwickeln. Aber wir sind so ein bisschen Zugpferd, wenn es so um Eventbranchen oder digitale Lösungen geht, die noch einem Aussteller nützlich sein können. Jetzt in der Zeit vom Internet, die ist ja schon ein Zeitchen, nimmt die Popularität ab oder eher zu von der Berufsmesse Zürich? Ich glaube, es ist eine Chance, dass sie zunimmt. Wir sehen es auch in anderen Messen oder Produkten, dass zum Beispiel jetzt Firmen, die nur auf online quasi ihre Geschäftsmodelle basieren, dass sie nachher ihre Community kennenlernen, sprich ihre Kunden, und dann aber auch so einen Mix anstreben zwischen der Messebeteiligung und digital. Also das eine schließt nicht das andere aus, und ich glaube, es braucht beides, um erfolgreich zu sein. Was hat an der Berufsmesse dieses Jahr am meisten Erfolg gehabt? Oh, das ist noch schwierig, weil wir haben so eine Fülle von guten Dienstleistungen und beliebten Dienstleistungen. Also die Forumsveranstaltungen, die rund um die Lehrstellensuche oder Vorbereitung von Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben, Lauf, also CV, Curriculum, das hat es gezogen. Dann hat aber auch der Bewerbungscampus hat gezogen, mit so vielen Gratis-Dienstleistungen für Berufswahlvorbereitung. Also man konnte gratis ein professionelles Porträtfoto schiessen lassen oder konnte Bewerbungsgespräche mit Experten simulieren. Also die Angebotsfülle ist so gross, und ich sehe auch bei vielen, also praktisch bei jedem Stand, dass sie auch ganz coole Standkonzepte haben und dass die voll gewesen sind. Das tönt doch sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal ganz kurz eine Songpause und schalten gerade wieder ein.